Dicke Flipflops, weißes Kleid, ein Bart und langes Haar. Jesus, das Comeback des Jahrtausends. Jesus ist, also ich bin wieder da. Jesus? Mein lieber Sohn, wie läuft's denn? Ach, Papa, supi, alles supi auf der Erde. Junge, hast du denn endlich eine eigene Bude? Ich brauche deinen Stall als Hobbyraum. Das ist in Arbeit, Papa. Eine Maklerin zeigt mir gerade eine Einzimmerwohnung. Tschüss. So, das war mein falsches Lachen. Jetzt zack, Verdienstbescheinigung her. Also, Weihnachten ist mein Verdienst. Ostern, Kirchenkindergärten. Kinder sind hier nicht erlaubt. Wenn die vom Wickeltisch fallen, machen die mit ihrem Schädel das Laminat kaputt. Im Übrigen, dies ist eine ganz ausgezeichnete Wohngegend. Ist Piepe da? Ich wollte Crack kaufen. Hinfort, hinfort. Provision ist übrigens Monatsmieten. Wie viel? 0,32 Monatsmieten. Wofür bekommen Sie eigentlich Ihr Geld? Dafür, dass ich mit meinem Rücken die ganze Zeit den Schimmel abschirme. Außerdem, das sind doch hier maximal 12 Quadratmeter und Sie schrieben doch irgendwas von 30. Nee, ja, ist auch. Ist vom Schnitt her. Ist ganz, ganz günstig geschnitten. Heilige Frau, du bist gesegnet mit der Wunderkraft der verbalen Quadratmetervermehrung. So will ich dich preisen mit einem kleinen Lied. Ein kleines Loch gefüllt mit Schimmel verkaufst du als Studentenhimmel. Du kommst für deine Wucherzölle provisionsfrei in die Hölle. Wenn Sie jetzt nicht sofort unterschreiben, der nächste solvente Bewerber steht schon Schlange. Was ist denn jetzt mit meinem Crack? Jesus, das Comeback des Jahrtausends.